Freitagmorgen. Wir fahren jetzt von Lille Rosso raus in den Norden von Korsika. Hier waren wir gestern Pizza essen. Da, wo das rote Lämpchen leuchtet. Das war der Hammer. Es ist ganz schön windig heute. Und es ist auch noch kälter geworden. Wir haben, weiß ich nicht, knapp 10 Grad oder so. Aber ist schon ein bisschen schattig. Aber trotzdem schön. Sind wir hier denn schon lang gefahren? Ja, natürlich, Hose. Ja, natürlich. Heidenei. Oh, das war meine Böe. Also es ist egal, wo man echt hier hinfährt, ne? Es ist immer irgendwie schön. Und ist einer von denen ist der Montecinto. Montecinto, konntest du den Namen endlich merken? Ja, jetzt habe ich eine Brücke gebaut für den Esel. Wo sind wir denn jetzt hier ungefähr? Wir sind noch nicht in der nördlichen Spitze drin, ne? Nee. Guck mal, hier gibt es Tische. Hier gibt es Tische, aber keine Bänke. Das sind auch keine Tische, das sind Schlachtbänke für Schafe. Ich muss unbedingt noch was über Hildegard loswerden. Hildegard hat uns nämlich super schön die ganzen Tage über diese Insel gefahren. Ja. Und sie hat nicht einmal gemeckert. Auch wegen ihrer Kupplung hat sie nicht gemeckert. Sie hat es einfach hingenommen und getragen wie ein Mann. Sie hat nicht aufgegeben. Sie hat die Kupplung, die hat ja immer irgendwie ein bisschen funktioniert. Obwohl Flüssigkeit total scheiße. Also irgendwas scheint da leider nicht ganz in Ordnung zu sein. Aber sie wird uns noch bis nach Hause bringen. Oh, was ein Bild, ey. Wundervoll! Ich sag jetzt nicht mehr, ist das schön. Ich sag wundervoll. Beeindruckend. Unfair. Oh, oh. Atemberaubend. Oh. Was machen wir hier? Guck mal, hier fehlen die Tischplatten. Ja. Die Dinger. Nee, oder? Nee, das sind die Bänke. Das sind die. Hier gibt es diesmal Bänke, aber keine Tische. Da gibt es einen Hafen. Und ich glaube, wir fahren in den Hafen. Ja. Gucken ein bisschen auf die Bötchen. Genau. Trinken einen leckeren Kaffee. Gucken, dass wir ein bisschen windgeschützt sitzen. Das wäre grandios. Wie schön. Jetzt sagst du schön, toll. Hier waren wir gerade einen Kaffee trinken und jetzt fahren wir ein bisschen in den Norden rein von der Insel, aber nicht bis ganz nach oben, weil das schaffen wir nicht mehr, weil wir müssen wir haben eben eine E-Mail bekommen, dass die Fähre wohl eine Stunde früher losfährt. Das heißt, wir müssen jetzt um 16 Uhr in Bastia sein und das schaffen wir einfach nicht mehr, ganz oben rumzufahren. Deswegen fahren wir jetzt noch mal an einen schönen Strand, der ein bisschen im Norden liegt. Und dann geht's nach Bastia zur Fähre. Die Straße ist wieder der helle Wahnsinn. Also ich finde nicht, dass der nördliche Teil sich da irgendwie... Der ist nicht anders, ne? Der ist nicht anders. Also jetzt hier im Moment ist gerade mal ziemlich wenig besiedelt, ne? Ja, das stimmt. Aber so von der Landschaft her, der Norden ist kälter, ist ja auch der Norden, ne? Aber dafür regnet es hier nicht. Also Südosten würde ich nicht hinfahren, da hat es geregnet. Da war es nicht so schön, also richtig ja. Eingebaut. Das ist die Stadt Nonza. Thank you.
jetzt geht's nochmal zum Strand. Darf man nicht baden. Also wenn man hier nicht baden darf, dann lass uns woanders hinfahren. Was willst du? Eine kleine Mittagessen? In Bastia, ja. In Bastia machen wir ein Mittagessen, genau. Das ist eine gute Idee. Haben wir noch Zeit. Und jetzt. Vor allen Dingen haben wir noch jede Menge Kram an Bord, ne? Ach so, du willst so ein selbstgezaubertes Mittagessen. Ja, so ein Restessen, dachte ich, oder? Was möchtest du haben? Keine Ahnung, können wir uns auch irgendwo reinsetzen. Wir gucken einfach mal. Wir haben halt noch Zeit, ne? So ein bisschen. Ja, ach guck mal, wir haben jetzt. 36, ich sag mal so Viertel nach drei sind wir in Bastia. Theoretisch können wir schon um 4 Uhr einchecken. Ja. Wobei es auch Quatsch ist, weil dann steht man da so lange in dieser Warteschlange, das ist eigentlich auch. Boah, ich kämpfe gerade hier gegen den Wind, ey. Unglaublich. Boah, der drückt mich hier hin und her. Aber ich habe ja auch keinen Windmodi, ne? Schenkelklopfer. Auf dem Weg nach Bastia fahren wir jetzt hier nochmal über den Pass und sind jetzt, glaube ich, so am höchsten Punkt. Und das ist die andere Seite. Das ist ja unglaublich. Meine Kupplung hat sich wieder verabschiedet. Also ich habe echt Probleme beim Runterschalten. So, das war jetzt ohne Kupplung. Wenn man den richtigen Moment trifft, dann geht's. Nur um das mal zu zeigen, das ist meine linke Hand. Und das war der nächste Gang. So, vielleicht nicht in die Kurve. Schub, lass mal die Hand da, wo die hingehört. Also es geht auch ohne Kupplung. Im Moment ist echt ohne Kupplung. Bäm, da war er wieder drin. Bastia, da sind wir. Ja. Boah, sie trennt minimalst. Minimalst. Also wenn ich stehen bleibe und einen Gang drin habe, schleift sie. Ich kriege einen Gang nicht mehr raus. Also ich komme gerade mal nicht in neutral. Keine Chance. Steht so unter Spannung, wenn ich die Bremse loslasse, dann geht's, will sie direkt nach vorne. Die will nach Hause. Genau, die will nach Hause. Die hat die Schnauze voll. Bestimmt irgendwo ein scheiß O-Ring, undicht. Ach, wir brauchen eine Kupplung. Das wird vollkommen überbewertet. Wir sind jetzt wieder an der Fähre. Wir stehen jetzt hier schon ganz lange an der Fähre. Und haben gerade eine Mail bekommen, dass sich die Abfahrt noch um 2 Stunden verzögert. Es ist scheiße kalt, es ist super windig. Und wie lange stehen wir jetzt schon hier? Eine Stunde, ne? Nee, seit 16 Uhr. Seit 16 Uhr. Also 1,5 Stunden. Und jetzt nochmal 2. Herrlich. Nachdem wir weitere Stunden in der Kälte verbracht haben, scheint es jetzt endlich weiter zu gehen. Jetzt stehen wir ungefähr seit einer Stunde an dieser Stelle. Es ist jetzt 7:20 und wir warten weiter und warten und warten. Der Kawasaki-Fahrer, Kawasaki, der Kawasaki, das kommt bestimmt aus Japan, Kawasaki. Der Kawasaki-Fahrer, der geht jetzt mal vorne Bescheid sagen, glaube ich. Der macht jetzt mal richtig Terror. Nee, da steht er ja. Der sagt dem Bescheid. Sag dem jetzt erstmal, wie es geht. Boah,
wenn der Wind nicht wäre. Dann wäre alles viel besser. Es geht einfach nicht weiter. Ich bekomme gleich eine Krise. Neben uns, weiß ich nicht, 100 Meter Entfernung, sind irgendwie ständig Explosionen. Und wir kriegen die ganze Zeit Tränengas ab. Deswegen haben wir jetzt die Helme auf und aufgezogen und zugemacht. Frag mich, was da los ist. Ja, genau die meine ich. Und das. Jetzt haben wir uns was nach vorne gefuscht und stehen in der ersten Reihe und warten weiter. Nach stundenlangem Kampf sind wir ja auch endlich drauf. Boah, das hat jetzt gedauert. Unglaublich. Frau Schuf, lass uns den Kram abpacken. Ich will hoch. Ja, ich